Beobachter und ich beobachte dich. Jede Regung, jede Bewegung einzeln für sich. Ursprung und Wirkung sind nicht immer ersichtlich, aber einmal erkannt, wenn sie verinnerlicht. Nach der ersten Prüfung geht es in die zweite Runde. Subjektive Bewertung liegt jetzt zugrunde. Bin ich zufrieden oder ein totaler Kunde? Kann ich mich nicht entscheiden, verhält Stunde um Stunde. Das ist, glaube ich, manchmal krankhafter Zwang. Denn die Notwendigkeit verliert oft ihren Rang. Energie, welche ich vergeude, die fehlt mir dann, wenn ich das Ergebnis anwenden kann. Meine Überlegung, die ist meist so differenziert, dass direkte Verwendbarkeit nur selten existiert. Also wird das Ganze nochmal modifiziert, womit die ganze Prozedur an Bedeutung verliert. Denke ich zu viel? Oder bin ich bloß bescheuert? Muss das wirklich sein oder wird mir Kraft verfeuern? Die Wahrheit liegt wohl wie immer irgendwo dazwischen. Und damit kann ich mir den Arsch abwischen. Bezahlt gemacht. Das hat mich an einen Punkt in meinem Leben gebracht, was eine gewisse Erkenntnis ausmacht. Ich bin, wie ich bin. Werte die Dach. Auf diese Art, ihr Leute, trenne ich nun meine Welt. Die Tage der Verwirrung sind damit für mich gezählt, weil mein Handeln für mich eine Bedeutung erhält. Ich bin gar so bescheuert, auf mir die Welt. Das bedeutet nicht, mein Denken hat ein Ende. Ich weiß nur, wann und wo und wie ich das verwende. Gezielt und konstruktiv nehme ich das in meine Hände. Und es ist möglich, bewege ich mich frei in die Länder. Ich meine, frei von Gedanken, die mich abhalten. Zu genießen, zu fühlen, einfach abzuschalten. Mich gehen zu lassen oder mich kindisch zu verhalten. Meinen Spaß an der Freude zu entfalten. Also, denke ich zu viel? Oder bin ich bloß bescheuert? Muss das wirklich sein? Oder wird nur Kraft verfeuert? Die Wahrheit liegt wohl wie immer irgendwo dazwischen. Nicht wahr?
Super, danke. Nice.